Ist es die Angst vor dem Tod, die euch quält? Die Angst zu ersticken, Monsignore. In Caporetto traf eine Granate meine Einheit. Nur ich habe überlebt. Gott hat euch verschont. Möge er eurer Seele Frieden bringen. Es sind seine Worte, die mich leiten. Nach meinem Albtraum las ich in der Bibel eine Passage von Jesaja. Darin stand, ja, zum Grab fährst du hinab, in die tiefste Grube. Arno, ihr deutet eure Träume mit Hilfe der Bibel. Bitte, verfallt nicht dem Aberglauben. Eure Eminenz, da Gott der Herrscher über unsere Welt ist, geschieht nichts zufällig. Alles ist Ausdruck seines Willens. Alles muss einen Sinn haben. Und es liegt nicht in der Macht des Menschen, ihn zu entdecken. Arno, ihr sucht Antworten, die euch irreführen. Ich bitte euch, kommt zu den Tatsachen zurück. Die Kongregation schickt euch nach Vladoviste, in die Diözese von Alba Iulia. Nach Transsilvanien? Die Region gehört jetzt zu Rumänien, nicht wahr? Ja, man spricht dort hauptsächlich Rumänisch, auch etwas Ungarisch und Deutsch. Drei Sprachen, die ihr gut kennt. Ihr untersucht den Fall von Marta Calugarul, einer Wissenschaftlerin, die dort vor einigen Monaten starb. Und wir untersuchen bereits? Nun ja, der Postulator ihrer Sache hat Argumente angeführt, die ein schnelles Handeln erfordern. Das darf euch natürlich nicht beeinflussen, aber ihr kennt eure Pflicht. Ihr Anwalt des Teufels. Anwalt des Teufels, Verfechter des Glaubens. Monsignore Briganti hat mir eine große Verantwortung übertragen. Gott, hilf mir bei dieser Aufgabe. Ob Marta Calugarul eines Tages eine Heilige der katholischen Kirche sein wird? Ich hoffe es, aber erst muss ich die Wahrheit herausfinden. Ich darf nichts im Dunkeln lassen. Ich kann jetzt nicht den Zug nehmen. Es gibt noch Dinge, die ich hier erledigen muss. Bevor es losgeht, muss ich das Gasthaus suchen, in dem ich ein Zimmer reserviert habe. Das große, erleuchtete Gebäude muss das Gasthaus sein.
Was für ein appetitlich aussehender Korb. Wie ich sehe, fehlt es der Küche des Gasthauses an nichts. Und das ist in diesem zerstörten Land sehr verwunderlich. Das ist der Postausgang. Guten Tag, ich bin Vater Arno Moriani. Ah, ihr seid wegen Martha aus Rom gekommen. Guten Tag, Vater, euer Zimmer ist fertig. Es ist das erste rechts am oberen Ende der Treppe. Es ist bereits ein Brief für euch gekommen. Ich habe ihn auf euren Tisch gelegt. Danke, gnädige Frau. Osana, Vater. Nennt mich Osana. Auf diesen Namen bin ich getauft. Oh ja, sehr gut. Sie hat meinem Sohn das Leben gerettet. Er war sehr krank. Sie hat ihn an die Küste geschickt. Die Ärztin sagte zu mir, Osana, ihr Junge braucht eine Klimaveränderung. Wenn es euch hilft, werde ich die Unkosten übernehmen. Diese Frau war eine Heilige. Ich gehe oft zu ihrem Grab und bete. Ach, noch etwas. Der junge Herr Peckmester hat mir gesagt, dass er euch gerne treffen würde. Herr Peckmester? Ja, Janos Peckmester. Er ist auch Gast hier. Sein Zimmer liegt eurem direkt gegenüber. Im Moment ist er in der Gaststube. Sehr gut, ich werde ihn begrüßen. Transsilvanische Telefongesellschaft. Nummer bitte. Einen Moment bitte. Hallo? Internationale Telefonzentrale? Rom für Vladoviste. Rom? Vatikan 65, bitte dranbleiben. Sie sind verbunden. Hier spricht Kardinal Felice Briganti. Hier spricht Vater Arno Moriani. Es tut gut, eure Stimme zu hören. Sagt, ihr Anwalt des Teufels, wie ist das Wetter in Transsilvanien? Stürmisch, aber das macht nichts. Es verleiht der Landschaft eine gewisse Tragik. Mein Gott, Arno, ihr habt euch nicht verändert. Was kann ich für euch tun? Nein, ich kontaktiere sie besser, wenn es sein muss. Die Diözesin Albalula weiß, dass die Heiligsprechung einer Einheimischen die Katholiken ermächtigen würde. Sie bilden eine Minderheit in Transsilvanien und somit könnte ihre Identität gegenüber den Orthodoxen neu bestätigt werden. In einem Land, das sich im Aufbau befindet, kann das sehr wichtig sein. Deswegen wurde das Verfahren so schnell eingeleitet. Eure Mission ist heikel, Arno. Sie ist nur schwer zu erfüllen, ohne jemanden zu verärgern. Aber ich glaube an euch. Ihr wisst, wie man angemessen handelt. Auf Wiederhören, Eminenz. Lebt wohl, Arno. Hallo, Vater. Schön, euch zu sehen. Ich bin Janos Peckmester, Assistenzprofessor an der Geschichtlichen Fakultät der Universität von Albalula. Vater Arno Moriani von der Heiligen Ritenkongregation. Ich werde euch nicht fragen, warum ihr hergekommen seid. Das ganze Dorf weiß Bescheid. Und ihr? Was führt euch nach Vladoviste? Ich überprüfe einige Orte und mache kleinere Ausgrabungen im Schloss des Zwielichts, auf den Hügel nahe der Stadt. Das ist sicher spannend. Ist das Gemäuer gut erhalten? Vor dem Krieg war es in einem hervorragenden Zustand. Doch leider hat es während der Gegenoffensive von 1916 große Schäden davongetragen. Unter uns gesagt, es war eine schreckliche Niederlage für die rumänische Armee.
Ohne die Hilfe der Alliierten hätte Rumänien Transsilvanien niemals erobern können. Hoffen kann man es. Während des Krieges habe ich in Asiago und Caporetto als Priester für die italienische Armee gearbeitet. Ich für meinen Teil will diese Jahre einfach vergessen. Das wäre sehr weise. Ich wünschte, das könnte ich auch. Wollt ihr mir morgen einen Besuch im Schloss des Zwielichts abstatten? Ihr könnt die Ruinen vom Dorf aus sehen. Geht einfach über die Kreuzung bei der zerbrochenen Eiche. Das wäre mir eine große Freude.